So, Resident Evil, habe ich gehört. Ja, wir sind wieder da. Ja, wir waren ja auch total lange weg. Ganz Okay, warte lange. mal. So, an und für sich, glaube ich, haben wir alles, oder? Oh, du nimmst Ja. Granaten mit. Ja, habe ich ja immer dabei. Ja, ich glaube, Granaten sind gar nicht so verkehrt. Ich meine, ja, du weißt nicht, was kommt, aber ja, ich glaube, Granaten, das ist eine gute Sache. Ich benutze nur Das, kaum. ja. Ja, stimmt, du musst sie echt mal öfter benutzen. Dann Kann benutzt du sie gleich so, man, erster Gegner. ja. Kann man Alle eigentlich Granaten Sachen, rauf. kann man Waffen wieder entladen? Nee, ne? Inwiefern? Die Entladen? Munition wieder rausnehmen? Ich glaube, du kriegst die Munition, wenn du sie verkaufst. Aber Ach ich weiß auch so. nicht, ob das dann die ganze Munition ist, tatsächlich. Schade. Ich habe doch in der anderen Shotgun 12 Schuss, deswegen. Ah, ich muss mal eben kurz raustappen und was machen. Erzähl ruhig weiter. Jetzt habe ich in der neuen ja nur 8. Nichts dabei. Und 12 Schuss mehr wäre natürlich auch nice gewesen. Soll ich den Raketenwerfer mitnehmen? Brauchen wir den? Alter, warum willst du den Raketenwerfer mitnehmen? Keine Ahnung. So, warte mal. Okay. Kann ja sein, dass wir den brauchen. Weiß ich nicht. Ich meine, die kannst du, also theoretisch, ohne zu spoilern, letztes Kapitel, kannst du davon ausgehen, dass da irgendwas Härteres kommt. Dann kannst du ihn mal mitnehmen, wenn du ihn unbedingt haben möchtest. Okay. Warte mal, kann man den eigentlich aufwerten? Ich habe doch bestimmt auch schon. Nee, habe ich Nee, nicht. kann man nicht. Ja, wie kann. Hä, also hat man immer nur einen Schuss? Siehst du, ich habe den noch gar nicht. Ich muss den mir noch kaufen. Ich habe nur eine Gatlin mit unendlich Munition. Eine geile Minigun. Allerdings kann ich sie nicht tragen. Die ist halt nur für Chris. Weißt du, sie bekommt nur so einen lame Bogen. Ja, passend Chris rennt zum damit so. Outfit. Hä? Aber ernsthaft, er kriegt so eine fette Gatling in die Hand gedrückt und ja, hier Chris. Und sie so, was krieg ich? Ja, hier ist ein Bogen. Viel Spaß. Also eigentlich mag ich ja Pfeilbogen oder Armbrüste, aber der Bogen, ich habe den einmal ausprobiert. Ich glaube, für eine Errungenschaft oder so musste ich was machen. Und der war total kacke. Ich fand das anfänglich echt sehr, sehr umständlich, damit zu zielen. Das war sehr seltsam. Okay. Guti, wir spielen jetzt Kapitel 4. Ja, ne? Nee, Nee, 5. Oh, wir sind bei 5. Stimmt. 5-1. Übrigens, ganz kurz, ich dachte, es gibt 7 Kapitel. Das war mein Fehler. Es gibt tatsächlich nur 6 Kapitel. Das heißt, wir haben nur noch 2 vor uns. Und die beiden Kapitel teilen sich jemals in 3 Akte. Kann man das so sagen? Also haben wir Jo. jetzt quasi noch 6 Akte. Genau. Ja. Oh, Jason will's wissen. Der macht schon bereit. Okay, dann gucken wir mal. Ich muss ja mal schauen, ob ich alles schon wieder verlernt habe, was ich gestern gelernt habe. Du hast gestern was gelernt? Naja, I wonder if die this is what Bedienung. Irving meant by answers. Not sure, but obviously there's a connection with Umbrella, and that's never a good sign. We can worry about this later. First, we need to find out about Jill. You're right. Let's see what we can dig up. Hi Edo, hi Kaiser. Hallo. Du, mir geht's immer gut. Das ist ja eigentlich Erdnuss. What the Was, fuck? Erdnuss? Ich habe keine Ahnung. Übrigens, was ich gestern vergessen habe zu sagen, ich fand das sehr seltsam, dass sie sich hier vor diese Blumen stellen. Chris sagt dann noch irgendwie sowas wie, ja, diese Blumen, die sind auf jeden Fall nicht natürlich oder normal und da kommt irgendwelcher Pollenscheiß raus und die atmen das erstmal ein. Zück noch mal das Messer, bitte. Wieso? Was Nochmal. tust du? Zück noch mal das Messer. Ach, so weißer Back ist raus. Ja. Oh yeah. Du bist so dumm, ey. Oh Mann. Mit einem Anfänger, ernsthaft, mit einem Anfänger auf Profi. Du bist ja mutig. So, ich habe übrigens eben noch, das habe ich gemacht, bevor wir angefangen haben, noch eine Waffe aufgewertet, die ich jetzt habe. Die Pistole. Wollte ja auch ein bisschen Geld ausgeben. Oh wow. Aha. Ja, das Wasser ist für die Blumen. Das ist gut möglich. Also die Rohre sind nicht wirklich dicht, ne? Nee, Ich meine, die schon mal ein Leute, die bisschen. hier irgendwie gearbeitet haben, sind auch nicht ganz dicht, davon Das mal abgesehen. soll bestimmt so. Ja, Das ist natürlich. die Firmenpolitik. Ach so. Ich dachte gerade, das ist so eine giddelige Matratze, die hier liegt. Okay. Auch Chris gestern, wie er so, hinter ihm ist diese Kiste. Und er sagte, oh mein Gott, da ist was. Und das vor allem das Logo war unter, weiß nicht, was war das, Moos? Das war sehr seltsam, dass er das sehen konnte.
Chris ist voll der Cheater. Jetzt hör auf mich hier und so. Gern geschehen. So, ich glaube, hier war noch irgendwo. Hm? Bin mir nicht sicher, ob hier irgendwo noch ein Edelstein war. Also, einen Schatz habe ich eingesammelt. Aber wie gesagt, ich. Ah, doch, da. Wollte gerade sagen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ja auch was gefunden. So. Ah. Erstmal schön rumzittern. Oh, du hast alle Waffen schon aufgewertet. Naja, wie gesagt, das ist irgendwie erstmal ein. Vierter One oder so. Ah, guck mal, da ist noch. Hetze. Wo ist der hingefallen? Hast du es gesehen? In die Mitte hier. Oh, ich kann die Blumen untersuchen. So, erstmal tief einatmen. Ein Schmaragd. Oh mein Gott, diese Blumen. Hast du zufällig deinen Flammenwerfer mitgenommen? Ich habe keinen Flammenwerfer. Wieso hast du keinen Flammenwerfer? Du bist Chris. Hol dir einen Flammenwerfer und zieh diese Blumen an. Ich hätte meinen Granatwerfer mitnehmen können, aber das hätte, glaube ich, auch nicht viel gebracht. Doch, mit Säuregranaten auf die Blumen. Oh, guck mal, was zum Lesen. Ah, oh, yeah, warte. Ich bin auch. Geht da schon gut los. Und mein fetten Arsch da weg. Okay, du darfst. Aus dem Tagebuch des Forschungsleiters Brandon, Nummer 1. Oh, Brandon. 1966. 4. Dezember. Mr. Spencer hat einmal von einer Blume namens Sonnentreppe berichtet. Angeblich verleiht sie unglaubliche Fähigkeiten. Alle glaubten, das sei nur ein Gerücht oder eine Legende, aber spätere Forschungen zeigten, dass wir falsch lagen. Der erste, der sich von der Wahrheit dieses Gerüchts überzeugen konnte, war mein Lehrer Dr. James Marcus. Er nahm an, dass ein bisher unbekanntes Virus existiert, das in der Lage ist, die DNA zu verändern. Der Mann war so weitsichtig. Seine Hypothese erwies sich als korrekt. Das in der Blume entdeckte Virus wurde Progenitor genannt. 3 Monate lang arbeiten wir wie besessen unzufrieden mit den Ergebnissen und unter ständigen Angriffen der... Was? Nipaya? Endipaya, nennen sie Endipaya. Endipaya. Nvidia. Das ist egal. Doch letztendlich wurden unsere Bemühungen belohnt. Selbst Dr. Marcus, der bis gestern noch so erschöpft aussah, hatte gute Laune. Er will nach Hause zurückkehren, um sich in seine Forschungsarbeit zu vertiefen. Mir geht es genauso. Ich will die Geheimnisse des Progenitor-Virus so schnell wie möglich erforschen. 1997. 12. Februar. 67. Ich habe die 6 umgedreht. Wir du sind wolltest mit wissen, ob ich auch mitlese. Alles ja, gut. Genau. Ich wollte dich prüfen. Wir sind mit unserem Latein am Ende. Wir haben die Progenitor-Blume aus Afrika mitgebracht und versucht, sie hier zu kultivieren. Die Proben der ursprünglichen Kultur des Progenitor-Virus haben keine DNA-verändernden Merkmale gezeigt. Wir haben die Blume kultiviert, um die Massenproduktion des Progenitor-Virus einzuleiten. Zunächst lief alles wie gewünscht. Die Pflanzen waren stabil und wuchsen schnell. Innerhalb kürzester Zeit blühten sie. Doch hier trat das Hauptproblem auf. Die Blumen enthielten keinen Progenitor-Virus. Möglicherweise ist die Entwicklung des Virus von der Umgebung abhängig, in der die Pflanzen wachsen. Dies bedarf einer weiteren Untersuchung. 23. März. Wir konnten keine Fortschritte erzielen. Wir haben versucht, die Blume unter verschiedenen Bedingungen anzubauen, konnten die Entwicklung des Virus aber nicht auslösen. Bisher haben wir die Erde und das Wasser ausgetauscht, sowie Temperatur und Lichteinwirkung verändert. Ohne Erfolg. Ich hatte eine hitzige Diskussion mit Dr. Marcus über die Richtung unserer Forschung. In deren Verlauf äußerte Mr. Spencer die törichte Idee, ein Unternehmen gründen zu wollen. Ohne das Progenitor-Virus hat die Gründung eines Unternehmens keinen Sinn. Begreift er das nicht? Es ist zwecklos. Es ist zwecklos. Und wer der Spencer ist, weißt du noch, ne? Ich kenne nur Bud Spencer. Es ist der alte Opa, den Wesker gekillt hat. Ach, der Opa, der Gott sein wollte. Mit den ganzen Schläuchen. Oder Nipaya, ist doch scheißegal, wie die ausgesprochen werden. Ja, für mich sind es jetzt Nvidia. Irgendwas hat ja auch die ganze Zeit im Hintergrund getropft. Irgendwo ist hier ein Leck. Hier sind überall Lecks. Das war müsst ihr jetzt erstmal hier die ganzen Lecks stopfen, oder? Ich meine, die Welt kann warten, ne? Nein. Wie sie sich direkt wegdreht. Wie gesagt, wie oft ich das durchgespielt habe, keine Ahnung. Das, Jason, da klebt was an der Decke. Oh, ist weggegangen. So voll so, oh, ist weggegangen. Das ist eingeschüchtert von mir. Ja, natürlich. Von meinen harten geilen Nippeln. Männernippeln. Oh Gott. Oh, noch ein Dokument. Warte, ich muss looten.
Ah, natürlich Muni für dich, das gibt's aber nicht. möchtest du die Brandgranate haben? Hab ich die nicht schon mitgenommen? Nee, ich hab noch eine gefunden. Du hast gerade eine Handgranate eingesammelt. Ja. Ja, passt noch, ich habe noch Platz. Okay. Oh, wir können den. Oh. Oh ja, lass mal irgendwas zocken oder so. Aus dem Tagebuch von Brandon, dem Leiter des Forschungszentrums. 1998, diesmal liege ich richtig. Das ist richtig. 16. November. Wir haben das Forschungszentrum geschlossen. Es ist seltsam, aber eigentlich ist mir das alles egal. So war es auch, als ich erfuhr, dass das Arclay-Labor und Raccoon City zerstört wurden. Warum bin ich nur so teilnahmslos geworden? Ich habe jeden wachen Augenblick der Erforschung und der Extraktion des Progenitor-Virus gewidmet. Was ich auch tat, habe ich für Dr. Markus getan. Wahrscheinlich ist mir alles gleichgültig geworden, als ich vor all den Jahren erfuhr, dass er gestorben ist. Ich war weder wütend noch glücklich, noch gar schockiert. Ich fühlte gar nichts, als ob meine Emotionen abgeschaltet waren. Ich habe einfach weiter die Proben an die Umbrella-Labore geschickt. Ich war nichts weiter als eine Maschine, die dem Umbrella-Hauptquartier Bericht erstattet, wenn einer meiner Mitarbeiter einen Durchbruch erzielte oder etwas Neues entdeckte. Wie ein Zombie bin ich durchs Leben gewankt. Keine Gedanken, keine Gefühle. Jetzt wurde das Forschungszentrum, in dem ich die Hälfte meines Lebens verbracht habe, geschlossen. Und es ist mir völlig egal. Wahrscheinlich ist es gut so. Vielleicht ist es zu spät, jetzt noch etwas wie ein Leben zu beginnen. Oh Gott, der macht mich ja voll depri, der Typ. Voll der Emo. Ja, ist halt echt so. Computer. Ja. Wieso ist das eigentlich nicht passwortgeschützt und warum sind diese ganzen Daten nicht verschlüsselt? Jetzt mal ehrlich. Weil hier wahrscheinlich keiner normalerweise lebend reinkommt. Voll die schlampige Arbeit. So, was haben wir hier noch? Warte. Nee, das war das von eben. Nein! Ich will auch gucken. Du bist zu fett. Du siehst auch aus wie so ein Emo. Wie du den Kopf runter machst. Ich bin traurig. Ah, nee, das ist wieder das andere. Ja, dann kannst du einfach vorlesen. Ich warte. Ich kann es mir gleich nochmal angucken. Aus dem Tagebuch des Forschungsleiters Brandon Nummer 2. 1968. Das ist ganz schön alt geworden. 15. April. Es ist mehr als ein Jahr vergangen, seit wir zuletzt einen Durchbruch erzielen konnten. Deshalb sind Dr. Markus und ich wieder nach Afrika gereist. Wir können unsere Forschungen nicht mehr ohne das Progenitor-Virus fortsetzen. Die ständigen Angriffe der NVIDIA werden mir den ganzen letzten Nerv rauben. Aber um den Forschungen willen werde ich durchhalten. Mr. Spencer lieferte die vermeintliche Lösung für meine Befürchtungen. Wenn Sie sich Sorgen wegen der... Warte mal. Wie hat er gesagt? Nepaya machen, müssen wir sie eben beseitigen. Wir alle waren schockiert. Diese Möglichkeit hatten wir nie erwogen. Die Lösung war zwar... Ja, war zwar unkonventionell, schien aber die einzige Option zu sein. Dr. Markus und ich entschieden uns, es auf einen Versuch ankommen zu lassen und Mr. Spencers Braten in die Tat umzusetzen. 19. August. Endlich gute Nachrichten. Wir haben erfahren, dass die Nepaya teilweise vertrieben wurden. Das Gebiet, das uns jetzt zur Verfügung steht, erstreckt sich zwar nur auf die Hälfte der unterirdischen Ruinen, aber wenn es das Gebiet einschließt, in dem die Progenitorblume wächst, dürfte es keine Probleme geben. Mr. Spencer plant den Bau von Forschungseinrichtungen in dem Gebiet, wodurch unsere Arbeiten am Virus beschleunigt werden sollen. Mach das lieber mit dem Messer, habe ich mir zu gucken. Wir trafen eilig unsere Vorbereitung zur Abreise nach Afrika, aber Mr. Spencer bat Dr. Markus in Raccoon City zu bleiben, um das Ausbildungszentrum zu übernehmen. Darüber waren wir zunächst sehr überrascht, aber schnell erkannten wir, dass dieses Vorgehen logisch war. Dr. Markus benötigt für seine Forschung eine ruhige Umgebung. In Afrika hätte zu dieser Zeit wohl keine Einrichtung diesen Ansprüchen genügt. Ich hoffe nur, dass die dortigen Forschungseinrichtungen schon bald gebaut werden. Ich werde jetzt also allein nach Afrika gehen und Dr. Markus regelmäßig Proben des Progenitor-Virus schicken. Dr. Markus und Mr. Spencer sind sich einig, dass dies die beste Vorgehensweise ist. Ich muss meine Vorbereitung treffen. Ab morgen werde ich sicherlich sehr beschäftigt sein. 29. September. Ich bin jetzt seit 2 Wochen in Afrika. Es ist gut, dass Dr. Markus nicht hier ist. Dieser Ort ist alles andere als ein Paradies der Forschung und Wissenschaft. Die sogenannten Forschungseinrichtungen bestehen aus Zelten und wir müssen bewaffnete Soldaten einsetzen, um Nepaya in Schach zu halten. Was mir besonders auf die Nerven geht, ist der Lärm von Bau der echten Forschungseinrichtung. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn die Umstände drohen, mich in den Wahnsinn zu treiben? Ich versuche mich nur auf das Entnehmen von Proben aus der Progenitorblume zu konzentrieren, um sie an Dr. Markus zu schicken. Vielleicht kann ich dadurch dem Wahnsinn entgehen.
1969. 15. Juni. Die Forschungseinrichtungen sind endlich fertig. Dies ist die richtige Afrika-Forschungszentrale von Umbrella, nicht bloß ein Haufen Zelte. In den letzten 9 Monaten ist mir allerdings etwas klar geworden. Die Einrichtungen sind für unsere Bedürfnisse zu klein. Sie müssen vergrößert und in Forschung angepasst werden. Dann hätten wir mehr Plätze für begabte Forscher. Das hier muss die Front unserer Progenitorforschung werden. Unsere Ergebnisse werden Dr. Markus und seine Virusforschung sehr zugutekommen. Überraschenderweise stimmt der alte Geizkragen Spencer in diesem Punkt zu. Entschuldigung, ist auch ein bisschen langweilig. Habe ich so langweilig gelesen? Ah, nein, ich kenne das ja schon alles. So, warte mal, hier zum Durchskippen. Genau, falls das jemand selbst nochmal gucken will. So. Und so. Und Jason haut einfach ab. Welches Jahr haben wir jetzt? Ich meine, wie lange liegt der Kram hier schon rum? Keine Ahnung. Der Chris, also der Chris ist nicht sehr trainiert, da stimme ich zu. Der müsste mindestens 5-mal so breit sein. Hallo! Super unauffällig. Drogen. Doch, das gehört jetzt mir. Es ist mein Kraut. Warte, da war sogar noch ein Dokument. Was wo? Oh, Jason, du bist voll lesefaul. Ja. Hier in dem Regal. Kommst du ran? Ach, da. Telegramm von James Marcus. Entwicklung des T-Virus erfolgreich. 13. Januar 1978. J. Marcus. Das war informativ. Oh mein Gott. Ohne Witz. Hättest du diese Info nicht gehabt, hättest du das ganze Spiel in die Tonne treten können. Ja, ich glaube auch, hätte ich sofort finden müssen. Ja. Du hättest diese ganze tiefgründige Story doch nie verstanden. Hier ist noch ein Dokument. Jason, lies die Dokumente. Da steht aber nur eine leere Kiste. Alles wertlos für uns. Nein, das ist eine Rechnungskopie. Das ist wichtig. Ach da, Rechnungskopie. Aha. Umbrella Ausbildungszentrum. Dr. James Marcus. 5 (5) Behälter mit Progenitorproben. 15. Dezember 1977. Direktor der Afrika-Forschungszentrale Brandon Bailey. Siehst du? Wichtig. Ja, die haben ihre Rechnung hier einfach so rumliegen lassen. Ja. Oh. Hey, ich hab mir das angeguckt. Du Lauch. I don't know how, but they could be using them to produce biological weapons. Übrigens, das, was du vorgelesen hast, ist voll wenig. We're finally getting somewhere. Ja, guck dir mal das Blatt an, das ist komplett vollgeschrieben. Da ist sogar so eine schöne Tabelle und so ganzer Kram. Ich habe halt Röntgenblick. Ich konnte direkt die wichtigen Sachen rausfiltern. Du hast es einfach mal überflogen und zusammengefasst für uns. Genau. Guck mal, was ich kann. Und jetzt bin ich infiziert und werde zum Zombie. Ich muss die erschießen. Ja! Aha, war schneller. Ja, mach ruhig. Ich finde, das ist ein sehr gutes Gefühl, Sachen zu zerstören im Spiel. So, erstmal hier Computer hacken. Guck, mein Tagebuch. Yay. Von Miguel. Oh, den Rechner. Kommst du ran? Aus. Ja. Ah, nice. Tagebuch des Scheißteilforschers Miguel Nummer 1. 19. Februar. Als ich erfuhr, dass es sich um das Labor in Afrika handelte, das Umbrella benutzt hatte, waren die Erwartungen hoch. Doch als ich es sah, nun ja, ein richtiges Labor war es nicht. Ich weiß nicht, wie Umbrella es je nutzen konnte, geschweige denn, was Tricell damit anfangen könnte. Der Ort ist vor langer Zeit verlassen worden und es gibt nichts, was uns von Nutzen sein könnte. Es ist kein einziger Ausrüstungsgegenstand erhalten, jedenfalls keiner, der funktioniert. Ich kann nicht behaupten, dass mich das überrascht, denn ich habe so etwas schon fast erwartet. Aber das Wichtigste ist ja das Progenitor-Virus. Wenn wir das Virus nicht unbedingt für unsere Forschung gebraucht hätten, hätten wir dieses verwahrloste Labor gar nicht aufsuchen müssen. Wir hätten bereits Proben des T-Virus, G-Virus, T-Veronica-Virus oder sogar des Las Plagas-Parasiten. Also eigentlich alles, was wir für unsere Forschung benötigen. Uns fehlte nur das verdammte Progenitor-Virus. Doch schließlich fanden wir es. Hoffentlich verhilft es uns zum so ersehnten Durchbruch. Ich kann es kaum erwarten, endlich damit zu arbeiten. 7. März. Ich frage mich, wer den Spitznamen Licker, auf Deutsch so viel wie Ablecker, für diese Kreaturen erfunden hat. Angesichts der langen Zunge ist das die perfekte Bezeichnung. Aber für die Forscher wie mich sind BOWs wie die Licker einfach nur ein Ärgernis. Zu behaupten, dass Licker perfekt seien, wäre übertrieben.
Aber sie stellen sozusagen eine Sackgasse der Evolution dar. Es gibt nichts zu verbessern. BOWs, die mittlerweile des T-Virus entwickelt, die mithilfe des T-Virus entwickelt wurden, zeigen anscheinend keine schwerwiegenden Verbesserungen, wenn sie das Progenitor-Virus erhalten. Die Verbesserungen beschränken sich nur auf Kleinigkeiten, zum Beispiel den Geruchssinn. Weiter sind wir allerdings noch nicht gekommen. Sie sind immer noch blind wie ein Maulwurf und hässlich wie die Nacht. Die Verbesserung ihrer Fortpflanzungsfähigkeit scheint ihr größter Evolutionsschritt zu sein. Ich hasse es, wenn etwas nicht nach Plan läuft, aber da die Nachfrage nach den Lickern immer noch recht groß ist, ist das wohl halb so wild. Ja, ja, da gibt's nichts dran zu verbessern. Die sind zwar blind und alles und mega hässlich, aber nein, nein, da gibt's nichts zu verbessern. Schön, aber hässlich, aber einzigartig oder so. Nee, nicht schön, aber einzigartig. Oh, Schrotgrube. Ah, einzigartig ist das Vieh garantiert nicht. Oh, hier gibt's bestimmt gleich noch mehr zu lesen. Ist hier noch ein Computer? Nee, was? Das ist nur noch der. Alter, dieser riesige Monitor, hätte ich auch gern. Eine E-Mail an einen Bekannten. Hallo. Ich weiß, es kommt etwas plötzlich, aber ich habe demnächst Urlaub. Oh, hätte ich auch gern. Das neue Projekt, sorry, aber du weißt ja, dass ich nicht darüber sprechen darf, ist fast abgeschlossen und wir bekommen extra Urlaub als Belohnung für unsere harte Arbeit. Alle Mitarbeiter hauen morgen ab. Endlich können wir dieses Land verlassen. Ich fliege zurück nach Arizona. Ich freue mich schon darauf, euch alle wiederzusehen. Aber noch mehr freue ich mich, endlich von dem allmächtigen Miguel wegzukommen. Der denkt, er sei sowas wie ein Supergenie. Er sitzt bei der Arbeit neben mir. Verstehe mich nicht falsch, es ist schon ein guter Forscher. Er hat gute Ideen und ein gutes Auge für Einzelheiten. Aber immer, wenn er den Mund aufmacht, erzählt er einem, wie toll er ist. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr es nervt, sich den ganzen Tag anhören zu müssen. Wir sollten ein Beruhigungsmittel entwickeln und es ihm verabreichen. Aber lassen wir das. Die Hauptsache ist, dass ich in ein paar Tagen nach Hause komme. Ich werde mich dann bei dir melden. Wir müssen dringend mal wieder um die Häuser ziehen. Ich brauche diesen Urlaub. Bis dann, Ryan. Was für ein Lästermaul. Ich meine auch mal, wenn ich meiner Familie schreibe oder einem Bekannten, erstmal fett ablästern über Arbeitskollegen. Ja klar. Nicht sowas wie, hallo, wie geht's euch? Nö, nö. Interessiert mich nicht. Das. Guck mal. Ha? Hat jemand seine rote Woche? Oh, ja, aber sehr explosiv, ne? Ja, manchmal kommt das nur so rausgeschossen. Und ich glaube, entweder ist Wolverine unterwegs oder Freddy Krüger. Ich bin mir nicht sicher. Oder beide. Beide zusammen. Oder sie haben ein Kind bekommen. Sie haben ein Kind adoptiert. Lass ich das auch krallen. Hinten auf der Schulter sieht immer ganz kurz aus wie ein Smiley. Obwohl es 3 Punkte hat. Bist du jetzt der Türsteher? Ja. Zieh sich aus, sonst kommen sie hier nicht durch. Oh, das sieht nett aus. Ah, untersuchen. Sieht so aus, hätten hier wilde Tiere gewütet. Ein schrecklicher Tod. Bei mir stand nicht schön. Einfach so, ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und so, oh, nicht schön. Es ist echt eklig. Ach, guck mal, oh, da tropft es irgendwo noch. Was? Ah, es tropft Blut von der Decke. Oh, ja. Glaubst du, Lucy ist hier? Das wäre irgendwie cool. So wie das hier aussieht, könnte doch sein. Das wäre cool. Aber ich glaube, sie hat. Ja, sie würde nicht solche Krallen hinterlassen. Nein, dann nicht Trigarine. Hier ist ein Schalter, ich drehe ihn mal. Ich drehe ihn mal, ja. Es ist ein Hebel und du musst ihn ziehen. Ich schaffe es auch, ihn zu drehen. Wieso läuft das Vieh weg? Es hat Angst vor uns. Ja, klar, als ob du beide Scheiben gekriegt hast. Ja. Halt da lang. Nee. Oh, da. Oh. Können wir eine Ratte mitnehmen? Ah, Mischung aus Freddy Wolverine. Und gleichzeitig ein Mädchen. Oh. Darf ich eine Riesenratte mit nach Hause nehmen? Guck mal, die ist voll süß. Oh, die putzt sich. Jason, was machst du da? Ich wollte gucken, ob ich die umbringen kann. Und du kannst sie auch schießen. Ja, aber das wäre Munition zerstören. Der hat mich angeknurrt. Der war bestimmt tollwütig. Oh, Drogen. Oh. Ja, Labortiere. Ernsthaft, das ist ihre Frage, wie lange die hier eingesperrt sind und nicht warum? Oh, ich mag sie.
Ich auch. Spannend. Oh.